Eine neue Woche und neues Glück auf tolle Antworten von Anders. Mhm. Wir legen direkt los. Walter Götte hat noch eine zweite Frage eingereicht, und zwar Smooth Trans Focus. Mhm. Heißt, glaube ich, auch STF-Objektiv bei Sony. Mhm. Was ist das, fragt er. Und vor allem, wie funktioniert es? Mhm. Also, das muss ich jetzt echt aufschreiben. Ja, mach. Da muss ich an die Tafel gehen. Das STF-Objektiv, jetzt muss ich überlegen, das war, ich glaube, so 1995, 1998, da gab es von Nikon ein neues Objektiv, ein 2,0-135, bei dem man einen zusätzlichen Ring hatte. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es war ein F-Objektiv, bei dem man einen zusätzlichen Ring hatte. Hieß es Soft-Focus oder Defocus oder so? Das war Defocus, war das. Ja, das war Defocus. Also kein Soft-Focus-Objektiv, es gab auch ein Soft-Focus-Objektiv. Mhm. Das meine ich war das 85er von Canon. Ja, ja, das war. 2,8. Nee, 100 mm Soft-Focus. Stimmt, das 85er war noch ein manuelles, meine ich. Ja, es war 100 mm Soft-Focus. Es gab 100 mm. Also da gab es so eine Welle, so eine kurze, von diesen mittleren Teleobjektiven im Porträtbereich, wo man Spezialfunktionen reingebaut hat. Und das Nikon waren die ersten, die da so richtig erfolgreich waren. Die haben dann 2,0-135, was natürlich eine Wahnsinnslichtstärke ist, gebaut, wo man die Blende einstellen konnte und tatsächlich den Fokus so verändern konnte, dass du scharf gestellt hast, aber die Schärfentiefe nur nach vorne oder nach hinten gewandert ist. Also heute wäre dieses Objektiv der Renner, denn es heißt natürlich, dass in der entgegengesetzten Richtung sofort ein super Bokeh einsetzt. Ja. Und in diesem Kontext kam Minolta mit einem 135 mm 2,8 STF. Und das Faszinierende ist, ein 135 2,8 braucht eine 55er oder eine 52er Frontlinse. Das hatte aber eine 72er Frontlinse, also eigentlich eher von einem 2,0er. Und da hat man sich erstmal gefragt, was ist das denn? Und wenn man dann vorne in das Objektiv bei offener Blende reingeschaut hat, also normalerweise sieht ein Objektiv ja, wenn man ins Glas reinschaut, so aus, dann sah das folgendermaßen aus. Das war außen dunkelgrau, hier, und wurde hier nach innen langsam klar. Also das war kein Density Spot in der Mitte, also dieser Graupunkt, mit dem man abblenden kann, ohne dass man in die Beugung reinkommt, sondern es war eigentlich genau umgekehrt. Es war in der Mitte hell und am Rand dunkel. Und also die haben unnötig Licht geschluckt. Man hat sich gefragt, wozu eigentlich? Hey, ich meine, da hätte ich bei dem Linsendurchmesser hätte ich da eine Lichtstärke 2,0 draus machen können, was ich super verkaufen kann, wie so ein popeliges 2,8er. Und das Interessante ist Folgendes: Das nennt sich Apodisation. Sage ich es richtig? Apodisation. Apodisation, ja. Apodisation. Boah, ich habe vorhin extra nachgeguckt. Das nennt sich Apodisationsfilter. Das Filter kenne ich. Ich musste nur wegen der Schrift, also wegen der Schreibart nochmal nachgucken. Das macht Folgendes. Wir hatten, da hast du ja schon ein paar Mal gefragt, beim letzten Mal, wie sieht denn so eine Unschärfe aus? Mhm. Wenn ich, das werden wir auch noch mal bekommen, wenn ich eine Öffnung habe, hier, eine Blendenöffnung, und hier geht das Licht durch, dann bekomme ich Beugung. Wenn ich jetzt etwas scharf abbilde, ich habe einen Punkt in der Realität, hier, ein Punkt ist ja nichts anderes, wie das erstmal ein heller Punkt, dass nichts da ist. Dann wird es hell und dann wird es wieder dunkel. Und wenn ich das abbilde, dann kriege ich aufgrund der Unschärfe sowas hier. Was aber hier fehlt, was häufig nicht angezeigt wird, es gibt hier aufgrund von Beugung noch so Nachwellen hier. Das hängt mit dem Wellencharakter des Lichts zusammen. Und
diese Wellen, die ich hier habe, können auch, können auch dafür sorgen, dass, dass das Bokeh, das ich habe, dass das scharfe Ränder bekommt. Das kann, also die können dafür sorgen. Oder wenn ich zum Beispiel abblenden muss, ich kann ja nicht alles bei Lichtstärke 2 machen, dass ich auch, es gibt noch einen anderen Effekt, wenn ich durch so ein Objektiv schräg durchgucke, hier, das weiß man ja zum Beispiel, also ich habe ein sehr lichtstarkes Objektiv und wenn ich durchgucke, dann habe ich in der Mitte einen richtig schönen Kreis. Wenn ich schräg durchgucke, dann kriege ich da so ein Oval hier. Und das weiß man ja zum Beispiel auch, dass diese unschärfe Kreise zu den Ecken hin manchmal dann so komische, so Linsen werden für lineare Kreisform. Wenn ich aber hier so einen weichen Verlauf in der Linse habe, dann habe ich mehrere Effekte. Ein Effekt ist, dass hier diese Beugung, die ich hier habe, weil die scharfen Kanten wegfallen, dass diese Beugung hier wegfällt, also dieser Punkt hier, er wird ein Tick weicher, aber vor allem wird er glatt hier. Und der zweite Punkt ist der, ich habe einerseits wenig Schärfentiefe, aber wenn ich jetzt das Objektiv auch schräg halte, habe ich nicht diese, also diese Unschärfekreise werden nicht zu so scharf begrenzten Kanten, sondern sie bleiben einfach weicher. Das ist dieser Swirl-Effekt außenrum. Ja. Und das wird, und das heißt, diese Objektive machen ein wunderschönes Bokeh. Allerdings nur, wenn ich natürlich die Blenden verwende, bei denen hier dieser Dunkelgrau zu Hellübergang auch wirkt. Wenn ich jetzt hier sehr stark abblende, dann geht alles, gehen die meisten Lichtstrahlen nur hier innen durch diesen inneren Bereich und dann verliert sich diese egal. Wirkung. Ich habe gerade mal geguckt, das Sony SDF-Objektiv, was ich hier aufgerufen habe, 100 mm F2.8 SDF GM-USS, das schluckt 2 Blenden. Ne? Achter Öffnung geht auf 5,6 runter. Ja. Also effektiv Apertur 5,6. Nee, Vorsicht, Vorsicht. Apertur ist 2,8, aber genau, die Lichtstärke ist 5,6. Ja. Also das ist fürchterlich. Die Schärfentiefe, ja, nee, das ist jetzt die Frage. Bei Film ja. Also, wir müssen jetzt, dass man das versteht. Die Apertur 2,8 heißt, dass du das Freistellen eines 2,8ers hast. Ja, absolut. Die Lichtstärke 5,6 heißt, dass du die Belichtungszeit eines 5,6ers brauchst. Ja. Und nachdem wir ja digital nicht mehr diese Probleme haben mit den hohen Empfindlichkeiten, also ich habe ja heute bei ISO 1600, bei ISO 3200 Qualitäten, die hatte ich früher bei ISO 100, das ist das, was wir mit den Blitzen besprochen haben, entschärft sich das Ganze eigentlich. Bei Film war es problematischer. Ja und nein. Also ja, es ist natürlich, man zahlt lichtleistungstechnisch 2 Stufen Helligkeit für schöneres Bokeh. Ja. Also du kriegst was, du gibst was. Ja, also das ist wieder die gleiche Sache in der Fotografie, die du immer sagst. Ne? Ja. Ja. Wie hieß dieses Minolta? Das ist STF. Das war das 2835. Mhm. Das müsste auch STF, das müsste auch die Bezeichnung STF gehabt haben. Das ist natürlich jetzt schon eine Zeit lang her. Moment. STF, Minolta, ich hab's hier eigentlich. 135. Ja. Hier, da ist es. Sogar einen eigenen Wikipedia-Beitrag. Ja. Da war also jetzt hier vorne sieht man den Fokusring. Ja. Und dann war hier hinten nochmal die zusätzliche STF-Wirkung. Genau. Die man nochmal reindrehen konnte oder rausdrehen konnte. Ja. Warum eigentlich rein und raus? Also warum konnte man die dazu oder wegmachen? Nein, nicht rein und raus drehen. Das ist der Blendenring. Der hat die Blende angezeigt. Okay, die Apertur. Das ist einfach nicht die Apertur, die Blende. Der zeigt, das Ding hat eine Apertur von 2,8 gehabt. Aber fängt bei 4,5 an. Hat bei 4,5 angefangen. Ah, okay. Okay. Also wenn du ein Handbelichtungsmesser hattest, musstest du 4,5 einstellen. Und es zeigt auch, dass eigentlich bei 5,6 die STF-Funktion raus ist, ne? Ja. Das sagt er auch. Ab da funktioniert er, ab da arbeitet er nicht mehr. Ja, weil dann nur noch die Mittel genommen wird vom... Dann war es quasi ein ganz normales 135er. Das Interessante ist... Ein lichtschluckendes 135er. Das ist im Endeffekt ein visionäres Objektiv gewesen damals. Ja? Ja. Wenn die das 15 Jahre später rausgebracht hätten, ich weiß nicht, ob wenn es Minolta dann noch, ja, da hat es Minolta noch gegeben. Wenn die das 15 Jahre später rausgebracht hätten,
wo die ganze Welt gesagt hat, Bokeh, 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 wir wollen Bokeh haben, dann da hätten die... Ich glaube auch bei Sony ist es nicht so bekannt und nicht so exzessiv beliebt. Also, ich meine, das war damals eine Premiere. Also bei mir steht es auf der, ist das nicht das Sony-Objektiv, was ich haben möchte. Ja? Weil ich finde, die Verläufe in die Unschärfe, was ich beim Porträt manchmal total toll finde, sind diese Geisterunschärfen. Ja. Weißt du, ich meine, das ist so, als ob man so das Bild noch mal ein bisschen zur Seite genommen hätte, ein bisschen unscharf gemacht hätte und dann so ein bisschen... So Versatz, so. So ein bisschen versatzmäßig. Ja. Ich meine, man sieht das, also gerade bei den offenen 05, 095 und sowas, da kommt das automatisch. Ja. Aber dieses STF macht halt so... Das ist völlig präzise. Völlig präzise, ja, das ist der Hammer. Das ist völlig präzise, ja, das ist Null wieder... 0 CA, also ja. Reduziert auch alle anderen Probleme mit, oder? Also ja, es ist, ja, nee, es reduziert nicht alle anderen Probleme. Es geht ein bisschen auf die Maximalauflösung, so ein Apodisationsfilter, aber es ist natürlich, es ist schon eine hochinteressante Technik. Aber es ist ein absolutes Spezialistenobjektiv. Ja, warum Spezialistenobjektiv? Ja. Das ist, ja gut, ich meine, es kostet ein Haufen Geld für diesen einen Effekt, den man ausgibt. Na okay, gut, wir haben uns vorhin über dein 20-200 unterhalten. Das ist ein absolutes Spezialobjektiv. Ja. Der Effekt ist, glaube ich, stärker, als man denkt. Ja. Also du kennst den Effekt, ich kenne ihn auch, habe ihn auch mal ausprobiert. Das ist der Hammer. Also Der Unterschied ist phänomenal. Und ich muss auch sagen, ich fand zum Beispiel auch, ich habe beide Nikon-Objektive damals, diese beiden D-Focus-Objektive besessen. Und ich fand die toll. Weil da konnte man das zum Beispiel auch einstellen. Da konnte man diesen Defokus komplett ausschalten. Und dann war das sehr leistungsfähig. Also wirklich, die haben super aufgelöst. Ich weiß noch, mit dem 2,0105 habe ich damals den Filtertest, das habe ich als Referenzobjektiv für den Filtertest verwendet, weil dieses Objektiv, ich hoffe, jetzt kriegen ein paar einen Herzstillstand, ich habe 320 Linienpaare pro Millimeter mit diesem Objektiv auflösen können. 320. Das gibt doch heute kaum Objektive. Linienpaare in der Rückprojektion, das war in der Rückprojektion, natürlich bei offener Blende. Und dadurch, dass dieses Objektiv einerseits die hohe Öffnung vorne hatte und andererseits diese hohe Grenzauflösung hatte, konnte ich damit mich an die Grenzleistung auch von Hochleistungs-UV-Filtern ranwagen. Du kannst natürlich die Wirkung von einem Filter nur dann testen, in Verbindung mit dem Objektiv, wenn du ein Objektiv in der absoluten Grenzleistung hast. Und das war damals ein Referenzobjektiv. Also das 300 war Mini, 300, Mini. Das war irre. Es gibt doch aktuell kein Objektiv, was das irgendwie... Das kriegst du schon hin. Ich meine, du kriegst das halt auf keinen Sensor drauf. Ja, okay. Es gab in der schon, Rückprojektion hast du ja den Teil rausgesucht. In der Rückprojektion habe ich mir natürlich diesen Superbereich rausgesucht und so weiter, habe mir den angeschaut. Aber nicht am Bildrand, da hat es keinen Kreis, schon in der Mitte. Aber das hat es geleistet. Und es gab auch Filme, die 400 Linienpaare pro Millimeter gemacht haben. Technical Pan, Spezialentwicklung, habe ich gemacht. Technical Pan. Das ist ein Film? Ja, das ist ein hyperpanchromatischer Schwarz-Weiß-Film von Kodak gewesen. Hyperpanchromatischer Schwarz-Weiß, was heißt das? Schwarz-Weiß-Film mit erweitertem Rotbereich. Hat einen eigenen Spezialentwickler gehabt. Ah, okay. Das war ein Kleinbildfilm, bei dem du nicht auf die Körnung gekommen bist beim Vergrößern. Okay. Ich verstehe zwar immer nur Bahnhof, aber schätze, es ist geile Qualität, oder? Sehr phänomenal. Übersetzt. Ja, geil. Jetzt haben wir geklärt, was STF ist. Also es ist im Endeffekt ein Linsenelement. Ich glaube auch, man sieht es hier drin, welches das STF-Objektiv ist. Also blau dürfte STF sein. Ja. Und es gibt jetzt noch, das hatte ich... es gibt diese Möglichkeit natürlich entweder über einen Filter, das ist ein Glasfilter gewesen, das eben beschichtet war. Es gibt man kann diese Wirkung auch durch eine sogenannte Doppelblende erzeugen, indem man natürlich einmal die Objektivblende hat. Und dann in der Unschärfe nochmal blendet. Und dann versetzt davon nochmal eine zweite Blende hat. Also, und damit kann man nochmal ein bisschen weiter variieren. Und Mitakon hat es ja, glaube ich, geschrieben. Also ich habe das nicht getestet, ich habe es auch nur nochmal nachgeschaut. Was ist ein Apposition-Element? Genau. Nee, mehr hat er nicht geschrieben, leider. Also als ich gestern Abend noch mal ein bisschen geguckt habe, habe ich das auch gefunden, dass das angeboten wurde, eben auch von einem der gerade eben besprochenen chinesischen Anbieter. Echt eine Apposition? Ich glaube, mit Doppelblende war das, ja. Was soll ich suchen? Apposition. Oh
Ich bin auf P. Ja, ja. Apodisation. Lenz. Lenz. Jetzt schauen wir mal. Apodisation muss man wahrscheinlich auch mit Z schreiben. Ja, okay. Bilder. Double, hier? Das sieht sehr neu aus. An diesem Pentax. Nee. Pentax Transfocus, das ist ja interessant. Ja, die haben das. Stimmt, die haben das auch. Also. G-Master, da ist es. Nee. Was ist das hier? Venus Leo. Da ist es. Lova, ja. Genau. Venus Optics. Für Smooth Sony Transfocus, für Sony E-Mount, ja. New Item coming soon. Also. 699. Sony Alpha Rumors. Gucken wir mal. Ob die mit. Ich meine, müssen wir jetzt mal gucken. Ich meine, es war eins mit einer Doppelblende. Nee, das ist. Das auch ist nicht, ein, oder? Background for the. Just, ja, nee, die schreiben Element hier rein. Also, okay. Es tut mir jetzt leid. Ich ja, aber kann man ja nochmal suchen. Also, ich find's auch mit einer Doppelblende, nicht. Das wäre das Gleiche, aber anders. Also, wo man es halt mehr abschalten kann. Ja, die Doppelblende. Bei der Doppelblende ist es so, die hat natürlich nicht diesen weichen Verlauf des Filters, weil die begrenzt ja hart. Aber die Doppelblende hat natürlich den Vorteil, dass man ihren Durchmesser auch, dass man es auch einstellen kann. Also von der Wirkung her, man kann mehr variieren, welche Blendenbereiche wie stark davon betroffen sind. Aber man hat natürlich nicht diesen extrem weichen Verlauf dieses Filters. Gut, damit beenden wir wirklich dieses Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder für heute mit der Objektivreihe 2.0 mit Anders Uschold und mir, dem Martin. Wenn es gefallen hat, dann schreibt es doch gerne. Schreibt es in die Kommentare, schreibt auch gerne direkt an mich oder an Anders, wahrscheinlich eher an Anders als an mich. Schreibt es ins Blog rein, kommuniziert. Im Grunde genommen wollen wir die Community damit befüttern und befüllen. Und natürlich, und das geben wir ganz offen zu, geht es auch damit um die Reichweite von Krolab Gerst. Ich würde mich also tierisch freuen, wenn der ein oder andere Beitrag ohne Anders, den wir schreiben, vielleicht auch ein bisschen Anerkennung findet. Es gibt im Blog ganz viel über Fotografie. Wer uns vielleicht noch nicht so kennt, einfach mal auf blog.krolab-gerst.com gucken oder auf unseren YouTube-Kanal oder aber dann ganz spezielle Themen gibt es in Videotrainingsform bei uns im Store. Jetzt kommt der Schwabe raus, gell? Ach so, und Workshops gibt es auch noch, gell? Die sind gar nicht schlecht und da rede ich auch gar ganz anders. Oh, ich kann das gar nicht mehr.